Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tasmanian Tiger das Modular Medic Insert 30VL. Der Modular Pack 30 ist mit einer der beliebtesten Rucksäcke von Tasmanian Tiger. Für ihn gibt es nicht nur in der normalen Nutzung viele Anwendungsmöglichkeiten, sondern es gibt da auch diverse Ausbaustufen, mit denen ich arbeiten kann, um aus dem Modular Pack auch wirklich einen echten Modular Pack zu machen, den ich modular nutzen kann. Eines davon ist das Modular Medic Insert 30VL. Heißt so, weil es genau für den 30er Modular Pack 30 konzipiert wurde. Ihr bekommt hier ein 16-teiliges Set, wenn man die Außenverpackung mitrechnet, also eigentlich 15 Teile, die man in den Rucksack einbauen kann, um entsprechend aus einem normalen Daypack hier einen hochwertigen Medic-Rucksack zu machen, mit Organisation, wie man sich das wünscht. Die ersten zwei Teile aus dem Set seht ihr schon bereits hier vorne auf der Außenseite. Tourniquets müssen immer schnell zur Hand sein, das heißt, da möchte ich nicht groß den Rucksack aufmachen. Deswegen sind diese Sachen hier außen montiert. Das sind die Tourniquet-Halter von Tasmanian Tiger. Die habe ich hier für zwei Tourniquets. Das sind einfache Laschen, die einmal hinter das Molle gesteckt werden und dann auf der anderen Seite wieder ausgeschlauft werden. Dadurch entstehen zwei Schlaufen, mit denen ich dann entsprechend arbeiten kann. Ich mache es mal hier vorsichtiger, dass man hier auch sieht, wie das Ganze aufgebaut ist. So könnt ihr es gut sehen. Hier ist das Cordura hinten dran. Das kann ich auch so aufbauen, dass es unten und oben ein Stück rausguckt. Und dann kann ich hier entsprechend das Tourniquet einhängen. Zwei Stück sind davon mit dabei. Der Modular 30 Daypack ist ja ein U-Loader, das heißt, ich kann hier die komplette Front aufmachen. Ich mache jetzt aber mal nur den oberen Bereich auf, denn ein Teil vom Medic Insert ist ein Pull-Out. Das heißt, ich habe hier ein Modul, was ich komplett herausnehmen kann und damit beginnen wir jetzt auch mal. Ich kann natürlich auch den Rucksack komplett öffnen und mit allem arbeiten, aber so hätte ich zum Beispiel ein Modul, wo ich sage, das könnte ich jetzt so aufbauen, dass ich das für einen schnellen Einsatz oder auch wenn ich woanders hin muss und den Rucksack zurücklassen muss, so aufbauen kann, um damit zu arbeiten. Das ganze System kommt auf einer Platte, die zeige ich euch gleich, die sich auch einmal einfalten lässt, wie ihr gerade gesehen habt. Das heißt, ich falte die aus und habe dann vier Taschen untereinander, mit denen ich arbeiten kann. Oben auch nochmal nicht nur der Griff zum Rausziehen, sondern natürlich auch zum Aufhängen. Das heißt, wenn ich irgendwo an einem Fahrzeug arbeite oder sonst irgendwie, kann ich das dann hinhängen und entsprechend dann die Module greifen, die ich brauche. Hier haben wir erstmal drei gleich aufgebaute Taschen. Das heißt, ich nehme mal die unterste. Die sehen so aus. Hier habe ich einmal ein Frontfach mit einem bzw. ein Sichtfenster und unten drunter nochmal einen Klettstreifen, mit dem ich organisieren kann. Das heißt, hier könnte ich jetzt beschriften, was habe ich hier an Inhalt drin. Das ist jetzt weiß. TT ist aber auch weise und packt entsprechend auch andere Farben dazu. Zum Beispiel rot für Blutung oder hier sieht man es auch ganz gut, blau für Atemwege, was auch immer. Ja? Das Ganze lässt sich dann auch nochmal mit den Zipperpuls organisieren. Das heißt, ihr könnt hier auch hergehen und mit gelbem Zipperpuls arbeiten oder mit roten. Das ist wirklich so, dass ihr das wirklich individuell gestalten könnt, um den Inhalt noch besser, schneller, greifbar, organisierbarer und identifizierbarer zu machen. Diese drei Kleintaschen haben hier auf der einen Seite drei elastische Schlaufen in dieser Größe. Dann hat man nochmal eine große Schlaufe für breitere Gegenstände, kann man natürlich auch trotzdem schmale reinpacken. Und unter dieser breiten Schlaufe sitzen nochmal drei kleine Schlaufen, wo ich entsprechend auch nochmal organisieren kann. Von diesen Taschen habt ihr drei Stück zur Verfügung. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt aber vielleicht diese Taschen nicht unbedingt hier draufkletten oder ich will die irgendwie anders nutzen, anderweitig nutzen, TT hat euch bei all diesen Taschen, also alle Taschen, die wir jetzt vorstellen, haben jeweils nochmal einen Klettneutralisierer, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist einfach ein Streifen Flauschklett, genau, nicht Hakenklett, Hakenklett hält ja hier, sondern Flauschklett, das klette ich einfach hier auf den Hakenklett drauf
Und damit kann ich das neutralisieren. Das heißt, ich könnte diese Tasche auch überall anders einsetzen, wo ich nicht möchte, dass sie festkletten. Oder aber ich kann damit natürlich eine Doppelung schaffen. Ja, das heißt, ich setze jetzt hier diese beiden Module drauf. Nehmen wir beide gleich. Und jetzt sage ich, ich möchte diese Tasche mit der verbinden. Verbunden. Und schon habe ich hier eine breite Tasche, die ich dann auch nochmal entsprechend irgendwo nutzen kann, wenn ich das so haben möchte. Wollen wir aber jetzt nicht. Hier unten ist nochmal eine größere Klarsichttasche. Hier ist auch kein Label mit dabei. Das heißt, in dieser Tasche könnt ihr einfach irgendwelche anderen Gegenstände reintun, die man auch klar ersichtlich auf der Front erkennt. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen Medic-Stuff reingepackt. Da ist auch keine weitere Unterteilung drin. Also das heißt kein Schlaufensystem. Das ist einfach nur eine offene Einschubtasche, damit ihr eure Ausrüstung ein bisschen organisieren könnt. Hier sieht man auch nochmal schön den Unterschied. Olive Zipperpuls und rote Zipperpuls. Wer vorhin genau hingeschaut hat, der hat gesehen, dass auf der Rückseite auch nochmal was zu finden war. Hier hat man diese typischen Hartbrettmodule, nenne ich sie mal. Die findet man zum Beispiel auch in den Medic Packs von Tasmanian Tiger. Im Medic Pack Small sind die, glaube ich, genauso verbaut. Die finde ich sehr, sehr cool, weil die einfach ein bisschen Struktur bieten im Gegensatz zu einer anderen Tasche. Das heißt, wir haben hier so ein leichtes Plastik-Frame-Sheet drin, das dem Ganzen eine Steifigkeit gibt. Wir haben eine Abreißplatte, wie ihr gesehen habt. Das heißt, es ist mit Klett fixiert. Und hier habt ihr die Möglichkeit, mit Schockhort und mit entsprechenden Loops und auch hier mit dem Laminat das Ganze so zu organisieren, zu schlaufen, zu unterteilen, wie eure Ausrüstung ist. Und am Ende mit einem Kordelstopper dann festzuziehen. Also das ist sehr, sehr universell. Das heißt, hier kann ich sowohl Kleinteile reinpacken, als auch größere Gegenstände, ja, wie zum Beispiel Druckverbände oder sowas. Das würde hier auch wunderbar reinpassen. Das ist eine sehr coole Modultasche. Diese ganzen Taschen sitzen hier auf diesem Pull-Out-Panel, das wir eben ja auch schon gezeigt haben. Das hat Flauschklett auf beiden Seiten, außer hier unten. Da ist auf der Rückseite einmal hier Hakenklett, um zum Beispiel das Modul einzuklappen und es dann auszuklappen, wie ich es auch schon gezeigt habe. Man könnte aber jetzt auch hergehen und damit im Rucksack schon arbeiten. Bedeutet, ich habe jetzt hier den Modular-Pack, habe hier das Panel drin und habe es mit dieser Hakenklettseite oben festgeklettet. Das heißt, ich kann jetzt den Pack nach vorne noch ausbauen. Ja? Also wenn ich jetzt draus arbeiten würde, hätte ich jetzt so die ganze Länge des Rucksacks zur Verfügung, die Seiten. Also ich kann wirklich alles zugreifen, außer natürlich die zwei Taschen, die hier auf der Unterseite sind. Aber so habe ich wirklich ein sehr, sehr großes Arbeitsfeld, mit dem ich am Mann operieren und agieren kann. Das finde ich eine sehr coole Sache. Ist nur eine Möglichkeit, wie man den Pack innen aufbauen kann, aber dass wir es einfach mal gezeigt haben. Baut ihr den Pack so auf, dass das Pullout herausgezogen werden kann, könnte die Konstellation noch so aussehen. Ihr habt noch mit dabei zwei große Taschen, zwei Klarsichttaschen, hier nochmal eine lange Klarsichttasche und die zwei Frontmodule hier. Die zeige ich euch jetzt mal als nächstes. Die kann man auch einzeln kaufen, die gibt es so bei TT in verschiedensten Varianten, eignen sich auch hervorragend für Magazine zum Beispiel. Das sind große Einschübe, zwei Stück, und vorne drauf sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 5, genau, 5 Schlaufen, mit denen ich nochmal arbeiten kann, um hier kleinere Teile zu organisieren. Hier ist ganz wichtig, dass man hier im Hauptfach unten eine Abnähung hat. Das heißt, hier kann man nichts durchstecken. Ja, das ist natürlich ideal, auch finde ich zum Beispiel, oder beziehungsweise Stefan hat mir gesagt, er nutzt das auch für das Kamera-Equipment, um Akkus zu transportieren oder Powerbänke oder sowas, dass die einfach nicht durchrutschen. Ja. Wer das nicht möchte, kann natürlich hier unten einfach die Naht auftrennen. Dann könnte ich auch zum Beispiel einen größeren Gegenstand komplett durchstecken, wie jetzt zum Beispiel eine Israeli-Bandage, dass die nicht hier wie so beim Zahnpasta-Prinzip leicht herausgedrückt wird, sondern die könnte ich dann auch so verbauen, dass die da komplett durchsteckt. Das ganze Ding ist natürlich elastisch, um entsprechend auch ein bisschen mit der Größe der Gegenstände zu variieren. Hier hat man nochmal eine Abreißlasche, eine rote. Damit kann ich das dann auch sicher und schnell von irgendeiner Klettfläche runterbekommen. Davon habt ihr jeweils zwei Stück.
Hier habe ich nochmal die zweite komplett gestrippt, dass ihr seht, wie das ohne Füllung aussieht. Man hat jetzt hier wirklich auch kein Profil, das heißt, liegt flach an und kann entsprechend auch im Rucksack dann leer verweilen und bei Bedarf noch zusätzlich bestückt werden. Das finde ich passt perfekt hier auf die Flappenseite vom Modular Pack. Weiß nicht, ob es dafür vorgesehen war, aber ich finde, da passen diese beiden Teile sehr gut hin. Die größte Tasche ist diesejene hier, auch eine einfache Klarsichttasche mit einem umlaufenden Reißverschluss, drei Streifen Klett auf der Rückseite, das heißt, die kriegt man auch relativ gut los. Passt perfekt an die Seitenwand des Modular Pack 30. Wir haben jetzt mal einen Sam Splint und einen Aeroresk Easy Splint, also einfach Fixierungen für den Körper hier reingepackt. Die sieht man gut, weil hier in dieser Tasche hat man sonst keine weitere Unterteilung in Form von elastischen Bändern. Und deswegen finde ich, dafür passen diese Sachen hier perfekt. Natürlich kann man auch andere Sachen reinpacken. Aber das war das, was wir gerade mal so hier gehabt haben. Die nächstgrößere oder nächstkleinere Tasche, besser gesagt, sind hier diese Inserts. Die haben oben einen Tragegriff, großer Klarsichtfrontbereich, unten wieder ein Klettstreifen mit entsprechenden Farbmarkierungen. Übrigens für die Taschen, die diese Markierungsstreifen haben, ist für jede blau, rot und weiß mit dabei. Das heißt, da habt ihr dann nochmal die Möglichkeit zu spielen und für alle Taschen entsprechend die Zipperpulls. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber dass wir das einfach mal so nochmal gesagt haben. Auch hier wieder U-förmig Reißverschluss zum Öffnen. Jetzt bin ich wieder am Klett hängen geblieben. Der Stefan tötet mich heute bei diesem Klettvideo. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit nochmal zu organisieren. Dafür stehen euch 1, 2, 3 Reihen Schlaufen zur Verfügung, die in der Mitte nochmal abgenäht sind. Also insgesamt 6 Schlaufen für Ausrüstung. Hier finde ich passt ganz gut so Airway-Geschichten. Die kann man hier ganz gut unterbringen. Sitzen ein bisschen locker, das finde ich aber auch okay. Natürlich kann man hier auch andere Gegenstände, die ein bisschen größer sind, reinpacken. Das würde auch passen. Davon habt ihr 2 Stück im System. Dann drehen wir einmal um. Jetzt kommen nochmal die Hälfte der Größe, sage ich mal, von dem, was wir eben hatten. 2 Taschen in dieser Form, jeweils auch wieder mit Klettstreifen, Klarsichtfach und einem Zipper. Auch hier wieder keine weitere Unterteilung an Schlaufen. Ich denke, da hat man auch genug durch die Außenteile bei dem Pullout. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man da einfach nochmal so Fächer hat. Die sind nämlich unheimlich praktisch, wie ihr sehen könnt, gerade hier für solche Geschichten. Ne? Ein Chest-Seal oder Quicklot oder sowas. Das sind immer so Sachen, die dann irgendwie geknautscht werden in so Schlaufen. Und deswegen finde ich eigentlich, wenn man so eine Tasche hat, sind die da viel besser drin aufgehoben. Und man hat es natürlich organisiert in Blutung und was weiß ich was alles. Die sind übrigens nicht identisch, diese beiden Taschen, auch wenn sie von der Größe her identisch sind. Oder fast identisch, könnte man meinen. Die eine ist einen kleinen Ticken größer. Die hat, wie gesagt, die Markierung unten. Und diese Tasche hat keine Markierung. Ist dann entsprechend der Partner von dem hier. Aber keine Angst, das war jetzt ja nur einmal die Vorstellung, was dabei ist. Wir legen jetzt nochmal alles auf den Tisch und zeigen euch nochmal im Detail jedes einzelne Modul zum Überschauen und dann kommen wir zum Fazit. Nochmal kurz, alles ausgebreitet und zusammengefasst. Ihr habt 2 Einschübe aus elastischem Material, eine große Seitentasche, einen flachen mit Framesheet versteiften Einschub offen mit Schockkord. Dann habt ihr 3 kleine Modultaschen mit Identifikationsstreifen. Nochmal 2 kleine Modultaschen mit einem Klarsichtfach ohne Identifikationsstreifen. Eine mittelgroße Klarsichttasche mit Identifikationsstreifen. 2 große Taschen mit Identifikationsstreifen. Das Panel, 2 Tourniquet-Halter und ungefähr 30 Kilometer Klett. Damit könnte man wahrscheinlich ein Fußballstadion komplett mit Kunstrasen auslegen, was hier an Klett verbaut worden ist. Aber sehr, sehr geil. Und vor allem, wenn ihr Frankreich-Fans seid, könnt ihr damit auch auf jeden Fall was bauen. Also ihr habt auf jeden Fall Medic-mäßig und Frankreich-mäßig alles dabei, was ihr braucht.
Unser Fazit: Wir finden es immer schön, wenn man nicht nochmal ein neues Produkt kaufen muss, weil das andere irgendwie ersetzt worden ist. Also gerade bei Rucksäcken sagt man dann so, okay, jetzt habe ich einen Rucksack gekauft, jetzt will ich aber auch einen Medic-Rucksack haben. Muss ich mir noch einen zusätzlichen Medic-Rucksack kaufen? Nein, muss man nicht. Hier hat man wirklich die Möglichkeit, mit einer Basis, mit einem Basisrucksack zu arbeiten, den man auch für EDC nutzen kann, komplett leer, aber eben halt auch entsprechend mit Modulen wie dem Kamera-Insert oder halt hier dem Medic-Insert einen themenspezifischen oder auftragsspezifischen Pack zu bauen. Sehr, sehr cooles Ding. Ihr bekommt das Medic-Insert VL30 überall dort, wo es Produkte von Tasmanian Tiger zu kaufen gibt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie findet ihr das Insert, wenn ihr im Medic-Bereich arbeitet? Habt ihr es vielleicht schon mal in den Händen gehabt oder mal getestet? Schreibt es uns in die Kommentare, würde uns interessieren. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.